Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Sword Art Online News Video. In diesem Video möchte ich euch alle wichtigen Informationen rund um das neue Sword Art Online Mobile Game Sword Art Online Variant Showdown darbringen. Für die Leute, die jetzt sagen, Moment, was ist überhaupt das? Dieses neue Sword Art Online Mobile Game? Ja, es ist ein Mobile Game. Wurde gestern am 27. März 2022 beim 10-Jahres-Anniversary von Sword Art Online in einem Livestream vorgestellt. Es gab aber natürlich auch noch weitere Informationen. Ich werde dazu unter anderem heute 3 Videos bringen zu den neuen Informationen zu Sword Art Online. Seid also auf meinem Kanal gespannt. In diesem Video, wie gesagt, dreht sich alles um Sword Art Online Variant Showdown. Wir werden uns als allererstes mal den Trailer angucken. Ganz wichtig, das ist übrigens der deutsche Trailer. Den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung angucken. Ich darf natürlich den Sound hier nicht abspielen, werde ihn auch in verminderter Geschwindigkeit mit euch ansehen und dann werden wir uns die weiteren Informationen angucken. Wie gesagt, das Spiel ist ebenfalls auf Deutsch, also es wird auf jeden Fall auf Deutsch spielbar sein. Wir sehen hier schon die erste Zwischensequenz und natürlich hier erstmal nochmal Rückblick, wie gesagt, 10 Jahre, weil 2012 startete nämlich der Sword Art Online Anime und ja, wir haben jetzt 2022, von 2012 bis 2022 sind im Grunde genommen 10 Jahre und man hat, wie gesagt, jetzt ein neues Mobile Game vorgestellt. Verfasser natürlich Riki Kawahara, für die Leute, die es noch nicht wussten. Hier sehen wir auch schon so erste kleine Grafiken. Eine App, hier seht ihr es nochmal, es ist eine App. Und hier sieht man schon einige Grafiken, wie das Spiel aussehen wird. Aber wie gesagt, wie das Spiel aussehen wird und alles Mögliche, werden wir später noch dazu kommen. Wie gesagt, die Musik kann ich euch nicht abspielen. Aber es gibt hier, na genau, hier sehen wir nämlich einen ganz, ganz wichtigen neuen Charakter. Wie in jedem neuen Sword Art Online Mobile Game bzw. neuem Spiel muss es Minimum ein neues Girl geben. Und das sehen wir hier. Was ich sehr interessant finde, ich muss tatsächlich sagen, beim ersten Sehen des Trailers dachte ich, dass es vielleicht sogar Yuki ist. Man sieht das hier gleich in diesem näheren Shot. Ich werde euch hier mal ein Bild einblenden von Yuki. Und wenn ihr euch mal hier dieses Kleid anseht, also ich finde, das sieht schon sehr aus wie Yuki. Einfach auch von der Farbgebung, aber es ist nicht Yuki, denn wenn ihr euch mal hier oben die Haare anguckt, ich glaube, ihr könnt meine Maus nicht sehen, aber man sieht hier beim Gesicht tatsächlich die Haare, das sind tatsächlich graue Haare und keine lilanen Haare. Also wenn es tatsächlich Yuki ist, dann war sie tatsächlich ziemlich stark beim Friseur, hat sich ihre Haare silberfarben gefärbt und hat dann auch ihre Haare noch kurz geschnitten. Also Yuki kann es auf jeden Fall nicht sein. Aber ich finde es sehr interessant, dass sie doch vom Kleid her oder von der Hose her sehr ähnlich ist wie Yuki. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie ziemlich wenig anhat. Also sie könnte da ruhig ein bisschen mehr anzuziehen haben. Was auch interessant ist, dass sie im Dual Sword Modus kämpft. Und ja, hier sehen wir dann auch schon Po. Also es wird anscheinend irgendeine Story mit Po sein. Wie gesagt, Sword Art Online Variant Showdown nennt sich das ganze Spiel. Hier sehen wir das Logo und ja, wahrscheinlich wie denn die App aussehen wird. Und das Mobile Game kommt 2022. Ja, liebe Freunde, und dafür finden wir uns auch schon auf der Facebook-Seite von Sword Art Online Variant Showdown. Natürlich gibt es auch schon eine Twitter-Fanpage, die Facebook-Seite und auch die Twitter-Seite werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich weiß nicht, ob es eine Instagram-Seite gibt. Falls es die tatsächlich geben sollte, kann ja die mal jemand unten in den Kommentaren posten. Ich werde den Kommentar natürlich dann auch hochranken, damit ihr das schnell finden könnt. Denn ich bin nämlich kein großer Instagram-Fan und da müsstet ihr dann eventuell dann auch selber mal nachgucken, ob es da auch eine Instagram-Seite gibt. Auf jeden Fall eine Facebook- und eine Twitter-Seite gibt es. Die werde ich euch jedenfalls verlinken. Es gibt auch hier ganz wichtige Informationen. Später kann man sich dann auch, wird es auch hier dann die Informationen geben, ab wann man sich dann vorregistrieren kann für die App, um einige In-Game-Sachen dann später zu bekommen. Aber ganz wichtig ist jetzt hier diese Information, und zwar die gestern geteilt wurde. Und zwar wird es am 2. April, also am Samstag, ab 11 Uhr, einen Livestream geben. Der ist auch hier schon verlinkt. Wenn man also auf den Link klickt, kommt man hier auch zu einer externen Seite
Und da seht ihr schon, da kommt man dann tatsächlich zu dem Sword Art Online Livestream. So, ich verschiebe euch das. Jetzt seht ihr es. Also das ist tatsächlich hier, ihr seht es, am 2. April um 13 Uhr deutscher Zeit startet also der Livestream von Sword Art Online Variant Showdown. Dort werden wir neue Informationen bekommen, denn aktuell kann man sich wie gesagt noch nicht vorab registrieren und es gibt auch noch kein offizielles Release-Datum, wann die App erscheinen wird. Also irgendwann 2022 soll sie zwar erscheinen, wann 2022 ist aber aktuell leider noch unbekannt. Das werden wir wahrscheinlich dann erst am Samstag erfahren. Ja, liebe Freunde, dann befinden wir uns auch schon auf der Hauptseite von Sword Art Online Variant Showdown. Und zwar findet man diese, wenn man bei Facebook an der Seite guckt, dann ist da tatsächlich eine Seite verlinkt. Und dann kommt man tatsächlich nämlich hier zu dieser Hauptseite von diesem Mobile Game. Ihr seht, dass die hier gerade auf Englisch ist, aber keine Sorge, es gibt auch die Möglichkeit auf Deutsch zu stellen. Hier ist nämlich so ein schöner Ball, Erdball, und dann hat man hier die Option Deutsch. Klickt man einfach mal kurz auf Deutsch, wartet eine Sekunde und zack, hat man die ganze Seite auch auf Deutsch. Also das ist nochmal der endgültige Beweis übrigens, dass Sword Art Online Variant Showdown auch auf Deutsch sein wird. Neben dem Launch-Trailer, der auf Deutsch ist, haben wir auch hier also die Hauptseite, die ebenfalls auf Deutsch ist. Man kann hier, wie gesagt, sich schon vorab registrieren. Wenn man dabei aber draufklickt, seht ihr, ja, man soll erstmal die Facebook-Seite folgen und dann wird es da Informationen geben. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich erst am 4. April, am 2. April dann erst Informationen geben. Hier kann man sich übrigens auch nochmal die ganzen Trailer angucken. Ja, aktuell gibt es halt auch nur den Trailer. Aber das Wichtigste auf der Hauptseite ist tatsächlich das hier. Und zwar ist das nämlich die Story von Sword Art Online Variant Showdown. Die wollen wir uns natürlich mal angucken. Kennst du CrossAge? Auch Kirito hatte von diesem Spiel gehört. Ein Spiel, das für großes Aussehen unter den Spielern sorgte. Nicht nur, weil es einen Mitschüler Genie entworfen hat. Eines Tages hört Kirito im Dicey Café zwei Gerüchte über CrossAge. Erstens, es gibt einen mysteriösen Spieler, der aus dem Nichts angreift. Wenn man gegen ihn verliert, verliert man einen Teil seines Gedächtnisses. Zweitens, dieser Spieler trägt eine Kapuze, um seine Augen zu verstecken. Kirito erinnert das an Love and Coffin, die Killergilde. Die er in Sword Art Online traf. Um diese Gerüchte auf die Spur zu gehen, spielen Kirito und seine Freunde CrossAge. Und schon werden sie überraschend angegriffen. Ja, und ja, das ist also die Story von Sword Art Online Variant Showdown, die wir dann erleben werden. Also Kirito und seine Freunde sind dann in einem neuen VR-MMO-RPG und das nennt sich dann CrossAge. Für die Leute, ich habe schon öfters gelesen, die sich gefragt haben, was ist das Dicey Café? Das ist übrigens die Bar von Egil im Real Life von Sword Art Online. Ja, also da ist halt Kirito und dort hört er. Ja, der mysteriöse Spieler wird mit Sicherheit dieses komische Mädchen sein, wo ich gesagt habe, die könnte, sah ein bisschen aus wie Yuki, aber es ist ja nicht Yuki, also von daher. Ja, es gibt auch hier schon eine Information und zwar die Charaktere, das ist aber aktuell noch nicht bekannt. Wenn wir aber aus dem Trailer die Informationen nehmen, wird es auf jeden Fall Kirito, Shinon und Asuna geben. Ja, auch hier weitere Informationen, also hier, das Spiel nennt sich Sword Art Online Variant Showdown, ist vom Genre Action, ist wie gesagt eine App, auch für im Google Play Store. Die App ist auch weiterhin kostenfrei. Das ist auch ganz wichtig, aber es wird natürlich In-App-Käufe geben. Also ich denke mal, das wird mit Sicherheit wieder so ein Summon-Game werden, wo wir halt wieder irgendwelche Kristalle sammeln müssen, um irgendwelche Charaktere zu sammeln. Wer übrigens der Entwickler ist, ist übrigens hier auf der Seite nicht mit draufgeschrieben. Das ist sehr interessant. Ich hätte mich mal gerne dafür interessiert, wer der Entwickler von diesem Mobile-Game ist, aber da gibt es aktuell noch keine Informationen dazu.
Ja, das sind also die Informationen zu Sword Art Online Variant Showdown. Wie gesagt, am Samstag wird es dazu einen Livestream geben. Ich denke mal, ich werde dann am Sonntag ein neues Video zu Sword Art Online Variant Showdown bringen. Schreibt mir mal gerne unten in den Kommentaren, freut ihr euch auf Sword Art Online Variant Showdown? Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wie gesagt, 3 Videos heute werde ich bringen zu Sword Art Online News. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis dann und ciao, euer Flui.